Herzlich willkommen. Leute, Bildungsvergabe, da möchte jetzt von mir. Bei den FIFA Tiers. Wir streamen heute erstmals Hitman. Ist an und für sich ein Spiel, was man alleine spielt. Genau. Aber da es bei diesem Spiel so viele kuriose Möglichkeiten gibt, es durchzuspielen, und doch sollte ein zweiter dazu, also dabei sein, der quasi ansagt dem ersten, was er zu tun hat. Genau, so ist es, so ein bisschen zum auf die Nerven gehen und um es ein bisschen schwieriger zu machen. Genau. Ob es dann funktioniert, ist die andere Sache, aber das werden wir merken. Genau. Ich würde übrigens vorschlagen, dass wir Bret Hart heißen, also unser Charakter. Nicht Agent 47 oder Agent Orange oder keine Ahnung. Nein. Flavormäßig. Starten wir die sowieso. Wir gehen aber mal schießen, er zu, also hier alles ganz normal. Instinkt, oh mein Gott. Ich muss sagen, das wird dir noch erklären. Und zwar. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Yep. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Well, we are here. Basic training starts at 600 hours. I should leave you to prepare. Was magst du trinken? Weil ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, ich glaube, ich werde ein Bier trinken. Sehr gerne. Trinkst. Dann schaue ich, ob ich noch einen kurzen Behaber habe. I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see a possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Man kann es nicht saufen. Danke. Ich finde ja persönlich, es ist ein Frevel, Bier mit irgendwas zum Mischen. Und wenn es dann nur alkoholfrei ist. Welcome to Advanced Training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow, master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Genau, das ist dein Ziel. Der Jamie Foxx. Genau der. Methode beliebige Methode. Genau. Jetzt verstehe ich. Jetzt am Anfang ist es nur... Das spielt man umbringen jetzt. Können wir uns komplett aussuchen. Genau. Dann gehen wir noch R1 zocken, bitte. Du hast eine kleine Karte. Aha. In meinem Fall die komplette Karte, wie das Ganze ausschaut. Ja, Calvin Ritter. Ah, da ist er. Was sind diese weißen Dinger? Das sind Treppen. Ebene 1, 2, 3, 4. Halt das! Zieh, erstmal mit deinem. Achso, er ist halt Ebene 2 derzeit. Juhu. Freezy.
Okay, Informationen. Keine Informationen. Sehr, sehr. Herausforderung. Das ist jetzt auch beim, bei dem ersten Training gibt es noch keine Herausforderung, aber dafür noch beim zweiten. Okay, okay. Ich würde nur gerne schnell wissen, wie es geht. L2 halten zum Zielen, L1 halten zum Laufen. Objekt platzieren ist, was ist das für ein Knopf, bitte? Beide halten. L2 und R2 wahrscheinlich. Objekt platzieren. Oh, ja. Okay, schießen R2, nachladen und Instinkt R1, das darf man gar nicht. Das muss was sonst. Also, wenn du eine Waffe in der Hand hast und drückst R1, ist es nachladen. Wenn du die Waffe eingesteckt hast, ja, dann ist es Instinkt. Was heißt Instinkt eigentlich? Das siehst du dann, dass du das benutzen kannst. Okay. Ich hoffe, dass noch nicht alles so blau und glänzend wird, leicht und übernatürlich. Ich hasse sowas echt. Außer es ist, du bist der Magier in irgendeinem Spiel oder so. Aber sonst in dem Fall ist es sein Instinkt. Ja, ich weiß genau, wie das ausschauen wird. Und ich hasse es. Was? Nahkampf? Wo haben wir Nahkampf gesehen? Viereck-Nahkampf, okay, das ist eben. Also, wenn du die Waffe oder den Nahkampf benutzen musst, dann hast du irgendwas. Dann welcome, was please keep moving, sir. Servus. Sollte auch da reagieren, was sollte da das Sommer oder sowas haben? Es ist eine nachgestellte. Achso, das ist wirklich. Wenn du schaust, ist es da alles nur zum Bastard. Die Häuser ist alles zum Bastard. Dann schauen wir mal am besten in dieses Auto. Ich hab gerade Instinkt gedrückt, aber es ist nichts passiert. Sicher auf den Okay. Ich habe keinen Instinkt. Aha, so schaut das aus, wenn ich oben bleibe. Ha! Jetzt siehst du. Mein Gott, da siehst du sogar durch, wo der Haber steht. Jo! Ach Gott, okay. Die werden mich da jetzt nicht durchlassen, außer ich bin verkleidet. Schon. Hallo, ihr. Where do you think you're going? You're not coming through here. Sir! Infiltration! Mit jeder jetzigen Kleidung sind Sie nicht an Bord erlaubt. Verdammt! Sie müssen den Frachtbereich hinter dem Zaun infiltriert und eine Verkleidung finden. Jetzt you heard him! You can't be here! Ich würde gern. Frachtbereich hinter dem Zaun. Wie ist das mit Laufen gegangen? L1, gell? Ja, L1. Da hat man überhaupt. Das hat man nie taugt und ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das wirklich notwendig ist. Er bleibt, um sich zu tun. Er ist die Nummer 47. Ja, das heißt, es sind 46 Leute, die besser sind oder die vor uns gestorben sind. Keine Nein. Ahnung. Soweit ich weiß, aber ich möchte damit andere Leute nicht spoilern. Ja. Darum vielleicht die Leute, die jetzt das nicht wissen möchten, sollten vielleicht für eine Minute la 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 machen. Was ist, wenn ich da es sind la 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 la. Kinder. Oh ja. Ja, das. Ja. Oh nein, ich hab Genickbrechen gedruckt. Gefake Shot. Nicht zielgerichtet. Oh, das ist schlecht. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. Ist okay. You put on his clothes. Gut, können wir ihn dann wieder verstecken, glaubst du? Das ist work, people do tend to see uniforms, not faces. Be cautious. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. So. So habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, vor allem ist das ja ein Opfer. Was ist das? Das ist quasi das andere Form, das da vorkommt. Oh! Kann man das nicht wegtun? Sehen das die Gegner noch ein bisschen später oder nicht? Das ist sehr gut, weil das war ziemlich kacke. Weil du kannst einen verstecken. Ja. Halt das! Was ist hier los? Mein Gott, ich hätte ihn gar nicht umholen müssen. Genau. Aber ich bin ein schlechter Mensch. Gehen Sie an Bord. Bin ich wahrscheinlich, werden Sie sich denken, was ist das für ein komischer Typ? Ja. Ja. Es ist hier viel Gewicht da drinnen. Bist du da drinnen? Da ist halt einer, so einen weißen. Ja. Ich hab's gesehen vorher. Einen weißen Punkt oben. Ja. Der? Ja. Erkennt. Weißer Punkt hast du mir erkannt. Genau, das heißt, du solltest nicht in sein Sichtfeld treten. Du sollst hinten vorbei gehen und mal machen gar nichts. Kann man mal das ganz simpel. Wo kommst du sonst dazu durch?
nur da, wo ich hergekommen bin? Ja. Ist so wackelt. Raffiniert ist das. Ich muss das so nach dem Kopf bewegen und wieder vielleicht ist das nicht. Und ich muss nicht durch Fenster oder Funk. Kannst du das nur die? So. Jo, ah, der kennt mich auch. Wollt das? Did you fix the heater in the Super King? It's so freaking cold here. Halten Sie eines gedrückt und ins Ding gut. Jetzt siehst du da alle dein, also quasi, wer einen Punkt auf dem Kopf hat. Aha, ist kacke. Mhm. Zu meiden. Genau. Okay. Und wo das Wort das? Der ist ja gut, der kann nicht so gut sein. Finden Sie die Ziele. Oh, der kann einen Punkt durch. So. Everyone provided for? Close. Good. Close those stairs. Good. We missed them. Hallo. Oh! Was passiert, wenn ich den nehme? Habe ich den in der Hand oder habe ich den eingesteckt, dass nicht sofort jeder sieht? Wo ist das? Lieber als einen Schraubenschlüssel habe ich einen anderen. Oh. Betreten. Okay. Ruhig sterben ist nicht umbringen, oder? Genau, das haben wir. Jo, so stelle ich mir das vor. Ziehen. Beseitigen. Ich habe leider noch kein Gift. Wo nehme ich Gift her? Aus dieser Pflanze. So komplex ist es dann. Das wäre übertrieben. Vor allem, du weißt ja nicht einmal, ob die Pflanze giftig ist, aber so du hast Biologie verdient. Wie lege ich meine Waffe ab? Du gibst eine Taste, weißt du nicht welche. In der Taste hast du einstecken oder so. Und nur durch. Hammer. Genau. Nicht tödlicher Wurf. Objekt ablegen. Geil, das habe ich schon als Waffen als. Mhm. Ich bin ja jetzt schon Maschine. Legen wir noch einmal ab. Anbau. Ich hoffe, das braucht keine Aufmerksamkeit. Oh, oh mein Gott. Jo, Meister. Swanky crowd, huh? Mr. Ritter sure knows all the right people. Okay. Stay safe. Es wird anders. Die Zeit verpasst. Aha. Okay. Mittlerweile. Mittlerweile? Ist er hier? Oh, another mechanic. Ach so. Ja. Wie kann ich mich Gegenstände werfen? Mit Stumpf in diese bewusstlos fallen. Okay. Verstanden. So. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Jetzt hast du nämlich andere Verkleidung, deswegen hast du dann Leute mit anderen Punkten. Oh, verstehe, ja. Weil die wissen ja, der gehört zu meiner Crew. Genau, dann natürlich. Ganz klar. Hey, Skipper. What? Man, don't push me. Das letzte Punkt. Ja, ich bin da. Hello, sir. Ja. Also er ist das Ding. Ich komme jetzt wieder. Ha. Yeah, why don't you go ahead, mister? Get out of the game while you still can. Funny how you want to be a bit more careful to the future. Wir haben irgendwie offensichtlich als großes Feuer wahrscheinlich.
Bedrohung. Ritter kennt seine Besatzung. Sie können Verdacht vermeiden, sehen Sie in der Bar. Right. Der what could possibly be? Oh, will they be serving drinks on board? I see. Okay. Natürlich kommt der Blatt. Aha. Schaut sehr interessant aus. Mhm. Huh. Impressive. Sehr not with that. Und ist nicht, warum ich da rumschleiche. Back already? Untertauchen. Buddy, ja. You're making us look bad. Oh, fuck. Chew your food, why don't you? Blending in, I see. Well done, Initiate. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So... excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Sailor? What a gentleman. Huh? Welcome. You can't come through here. Sorry. Okay. Wo finde ich eine schwarze Uniform? Schwarze Uniform. Wo sind sie vielleicht? Wo finde ich eine schwarze Uniform? Not my union. Oh. Na? Der schaut schon ganz verdicht. Anyway, some type of reactor. Well, Speichern und laden. Wir brauchen einen Speicher mal halt. Okay. Not just a reactor. Einstecken oder Objekt. Objekt ablegen, also einstecken. Waffe wegstecken, Waffe genau. Nach oben. Genau. Ritter, it's more of a revolution. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor becomes the king of the world. Well, I'm rooting for you. And once that password always slips my mind. Just a moment. Okay, ich drücke die Pistole. Mr. Norfolk. Slipped your mind. Your target is down. Now head towards an exit. What was it, Ritter? Look at all those stupid snobs. They don't even know what's going on. Well, they're stuffing their faces. A little privacy, please. Hey! You will be known to. Ich suche jetzt noch einen
noch haben, der ausschaut wie ich. Genau. Aber nicht mehr lang. Weg, klar, ja. Okay, ja. Und ja. Du siehst bei der Minimap ist eine strikte Linie hinter. Ja. Das heißt, du befindest dich in einem Bereich, wo du eigentlich nichts verloren hast. Okay. Mit der Verkleidung. Mit dieser Verkleidung. Ich verstehe. Das ist die größte Kunst. Challenge complete. Genau. Das war jetzt quasi die einfachste Art und Weise, das zu machen. Klar. Ist klar, ja. Hätte mir aber auf die Idee, wäre nicht immer gekommen, dass ich den vorhin auf den niederschießen kann, weil der andere Typ ungefähr von einem Meter daneben steht. Schwierig. How did you know? I told you you're talented. His stats were off the charts. They can only be the result of previous training. How about that? More restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. Ah, da hast du Körper gefunden. Vom genau, vom Opfer. Oder vom Zeugen. Wer beide just chance. I will take full responsibility. Very well. Das heißt, das muss nicht sein, dass es nur der ist oder dass es der andere ist, sondern das ist einfach irgendeiner, den ich, den es halt irgendwo gibt, der wurde gefunden. Genau. Okay. Coole Sache. Mhm. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Genau, freies Training. Oder? So, jetzt haben wir gleich mit Herausforderungen. Quasi. Okay. Das sind die Einsatzziele, quasi die gleiche, ja. Nur besonders die Karte dazu, Informationen und Herausforderungen. Aha. Wie zum Beispiel lenken Sie eine Wache mit einem Generator ab. Okay. Was wir machen können. Ja. Und jetzt müssen wir das machen, bevor wir richtige Missionen machen können? Nein. Also das, wir müssen schon nochmal das jetzt, das eine frei. Also das eine sowieso, aber nachher müssen wir nicht alle Sachen machen. Und das ist quasi natürlich, dass das... Ja. Was wir da zusätzlich machen können. Darum, das wird. Also, ich habe die eine. Dings. Ja, oft genug. 20 Mal gleich durchgespielt. Da muss ich alles haben. Jo! Beliebige Methode. Also, das scheint dann. Nein, ich hoffe, machen kann. Da werden sie übrigens gegen die ganze Zeit verhoffen. Was ist das? Zusätzliche Ausrüstung, was man gerade mitnehmen kann. Aber bei der ersten Mission auch schon? Ja, bist du sicher? Ja, und dazu die ganzen Waffen. Geil. Ja, man kann es auch auf diese Art. So. Ja, das bleibt genug Möglichkeiten. Richtig nettes Genie. Take off. No wind scratches then. Right like this? Shame. Oh, was haben wir da? Rattengift. Ja. Brechmittel. Ganz wichtig, das tötet niemand. Das ist ja ärgerlich. Jo.
alternativen Fluchtweg. So. Is it? Ich habe eine zweite Alternative. Ich würde sagen, es ist nur auffällig, wenn du keine Pistole hast als Polizist. Es wäre auffällig, wenn ich damit herumlaufen würde. Außer du suchst ja. Aber ich verkleide mich trotzdem noch als Mechaniker. Auf der Minimap sieht man übrigens weiße Punkte oder nicht. Das sind quasi die, was die sehen. Achso, das sind die meisten. Du jetzt links zum Beispiel auf der anderen Seite. Los! Theoretisch hätte ich jetzt schon drei verschiedene Verteidigungen. Ja. Falls du dir ein Basen brauchst. Bei Kugelpunkt. So. Mal schauen, wer ist der Böse? Wer ist der Böse? Wer ist der Böse? Da ist unten, da ist hier keiner. Ausgezeichnet. Werkzeug, immer von jeder Sorte eines mitnehmen. Ja. Weil es gibt noch Sachen, da wo man zum Beispiel ein Rohr aufschreibt oder so. Okay, ja. Sehr cool. I must say, ein Glas Rotwein. Das kannst du auch so vergiften. Ja. Also jetzt bin ich enttäuscht. Der Mitarbeiter, der was auf das macht. Und du hast den Hopfen gekriegt. Frag mal in der Tauchen Sie. Wie gesagt, ich habe das 20 Mal durchgespielt. Das ist richtig gut. Also, okay. Du kommst darauf immer mehr Sachen drauf, wenn es dir selbst gut tut. Aber, das geht auch nicht. Und der Person, was vielleicht auch wichtig sein könnte, der geht gut hin und gut hin und gut vielleicht zum Überwältigen. Und darum ist es fast sogar sinnvoll, wenn man es öfter tut. Und deshalb, das zeige ich nochmal, gibt es Herausforderungen, andere noch, wo man sogar auf diese Art und Weise noch sogar machen muss. Hello, I'm Terry Norfolk. I'm here to see Calvin Ritter. Mr. Norfolk, welcome. Mr. Ritter's expected. What'll it be? Just fruit juice for me. It's a bit of... Oh, God. No. Definitely below par. What does the metal taste, I wonder? Oh, God, that is awful. Gross! Ich würde ausweichen, der kotzt der Knacker. Ich bleib ohne. Oh, this is disgusting! Da kannst du ja etwas damit so gehen, oder? Das ist dem Wurscht. So. Soll er ertrinken! Wow! Geiler Scheiß! Hinweis, sag ich dir gleich, man könnte den natürlich auch erschießen, wenn ihn schon töte. Ja, ist klar, ja. Ist nur blöd, ja.
weil noch ein bisschen blutig. Mhm, und der Anzug und so. Genau. Geil. Also das macht auch was. Ja. Sehr cool. Gott sei Dank ist dort. Wenn der ins Hirnklo gegangen war, hätten wir nicht einmal beseitigt. Mhm. Es ist fast, als hätten sie das programmiert. Ja, wirklich. No harm done. Hallo, mein Name ist Terry Norfolk. Und das ist auf diesem Schiff die ultimative Verkleidung. Ja. Weil niemand der kann alles. Achso, okay. Das heißt, es gibt nichts mehr. Aber es ist gut. Aber es hätte die auch niemand als du selber. Aber du hast keinen. Terry Norfolk, here to see Calvin Ritter. Of course, right this way, sir. Mr. Ritter will see you upstairs. Hello, Mr. Norfolk. Sorry. Ah, it's okay. Kannst du weitergehen? Ah, das hat uns nicht taugt, hm? Ist doch deppert. Da ist ein Bein halt. Jo, gut, dann rede ich halt den nächsten erstbesten Typen, wo muss ich finden. Mr. Ritter, I'm Terry Norfolk. Mr. Norfolk, we meet at last. So good of you to fly down. Shall we? Lead the way. Yeah, good luck with that. Well, I'm hoping Giles will join the rowing team, but cricket will just have to do, I suppose. And how are your kids? Dr. Mr. Norfolk. Give me a second. It's just on the tip of my tongue. Ja. Da versucht man das mal dann irgendwie. Natürlich, ja. Irgendwie muss es ja dann hier und so und daher näherst dich halt an. Ne? Ja, natürlich. Nicht, nicht einfach ausblenden. Nix. In Kleiderschrank. Der Aufbau. Wieder heraus. Oh, wir winken. Drüber springen. Tu es, weil du es kannst. Gestohlener Kunst. Eben. Genau. Kein Unschuldiger. Jo. Theoretisch könnten wir jetzt die Abschlussprüfung machen. Die Abschlussprüfung. Das ist jetzt einfach nochmal die gleiche Mission schon wieder. Na. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig los. Huber. I just got the word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Okay. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course.
years. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Okay. Dann sieh zu, Kumpel. Sieh zu. Dun, 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 dun. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Okay. Eliminieren Sie Jasper Knight. Okay, Gelegenheit. Was passiert da? Freies Geleit. Schau, was ist das da? Oh, die hast du schon freigeschalten. Es gibt immer mehrere Gelegenheiten, wie man jemanden umbringen kann. Ah, zusätzlich. Okay. Verstehe. Mhm. Ja. Beliebig, aber ich kann es machen, wie ich will. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich hier. Da gibt es halt nur jede Menge Sachen und Dinge. Ich hab da alle bis auf eins, das eine kann ich nicht, weil ich die Verkleidung nicht habe. Die müsst ihr jetzt freischalten. Ah, okay. Sonst habe ich da schon alles erledigt. Also die habe ich auch schon sehr oft gespielt. Ja, das denke ich mir. So. Genau, damit bin ich tatsächlich frei rumlaufen. Oh! Echt Hammer. So. Gespräche belauschen. Genau. Ganz genau. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Really have to do this. All things considered. We're putting a peacekeeping egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Huh. Okay. Was? Naja, testet, also setzt sie ins Flugzeug und ich muss sie wegschleudern. Ja, der Schleudersitz muss vor Abflug getestet werden. Ja. Da könnte man ja was machen. Ja. Hey, that's not gonna work. What is that out there? Look, anyway, you're not passing through here. Move on. Hey, kann ich wohl auf diese Militärbasis gehen? Ich würde wohl nicht zu viel verdammt sein. Was ist das? Coole Sache. Coole Sache. Was passiert? Ah, das ist ausgekommen. Was? Der Typ da rein. Wir werden es merken. Ja, guter Tipp. Ich lasse warten. Warten. Oh. Hey, you, this is not a place for you to be. Hey, hold it. Da hinten, Leute. Entschuldigung. Run along and do your business, sir. Na, sorry. Entschuldigung. Was brauchst du so? Nix. Ah, falsch. Du musst nur noch überlegen.
Wir wissen noch gar nichts. Ja, aber erstmal krass, dass noch alles. Okay. Da läuft das jetzt ganz. Ich schreibe mir das nicht. Das ist jetzt ganz klassisch. I'm gonna have to. Good, sir. Keep walking. Good to see you here. Hey, you can't be here. Oh. Glad we speak the same language, sir. Sorry. The job's so much easier. Sorry. Wie ist das Ganze mit Waffen schmeißen? Genau so. Oh, jetzt will ich anrufen. Vielleicht dann mit Münze. Oh, Münze wäre gut. Mhm, damit kann man Leute ablenken. Ungefähr so habe ich mir vorgestellt. Excuse me, sir, but you're not on my list, so I will have to ask you to kindly leave. Please comply and leave the premises. Huh? What the hell was that? The final test is based on an authentic. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Look, you really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Jasper Knight certainly knows how to make an exit. But first, he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Huh. Sonst wäre er wahrscheinlich drüber. Yep. Is it stuck? Ja, wo
Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Okay, she's refueled and ready for takeoff. Good work. Are we clear to go over the safety protocol? Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Good man. So, natürlich habe ich eine falsche Verkleidung. Fuck. That's what he said. Think he's back home? This is Cuba. We got tons of rum and vodka. Military airfield? I know, but at least we're protected. That man is KGB. Pretty high up in the chain. I hear you. Zuerst das Flugzeug manipulieren, dann. Ich bin mir schon wundert, was du jetzt vorhast. Na, auf der Seite ins Bett. Mach das mal aus. Ich geh wirklich nochmal dumm. Mach mal den Sicherheitsweg. Well done, Initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Genau. So, wo steht denn da? Kampfschutzsicherheitsprotokoll. Oh, da steht es noch nicht so. How's the mechanic today? The coffee position. See. Vegan. Comandante. Kennst du nicht einfach gleich jetzt um den? Ja, da hinten steht noch einer. Da. Ah ja. Theoretisch. Aber theoretisch wäre es möglich, oder? Natürlich. Just for night. We got a call for the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. So are we doing this or what? Hello? You, Grease Monkey. What's the holdup? Unbelievable.
steht noch, gell? Da rennt er zuerst von wegen bla bla und dann geht er nicht weiter. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Oh, very well. Okay, Mr. Knight, climb in the cockpit, please. All right. Easy. One step at a time. Do not push this button. Step one. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Step two, locate the ejector seat panel. Yes, found it. Step three, pull the ejector seat handle. Yep. Right. Here it goes. Pull. Did it. Now head to the exit. Niemand mitkriegt. Oh my god, did that just happen? Oh, that shit was definitely not part of the plan. Das ist aber locker relaxed, oder? Unfallkill. Da oben der Chase ist echt geil. Mhm. Unbemerkter Kill. Unfallkill. Sehr cool. Oben am Schachspiel hat sich mal da jetzt da. You know that guy who flew in from Moscow? He's the real McCoy. That KGB officer, Netsky? Yeah, that's what years of special KGB training. So, Jimmy, noch Feierabend. Wir sehen uns wieder. Und wir sehen. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Ta-da. Und es gibt mindestens, ne, ich sag mal, 5, 6, also alle Gelegenheiten mal durchspulst. Ja. Von dem her ist es da recht lustig. Ja. Aber da wirklich mal so Gelegenheiten. The child leaves at dawn. Now get out of my sight. Ja, der Boss ist da. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the troll went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. It's this game, isn't it? Agent 47. Sogar blöd, dass er eigentlich gerade nicht ausgeht zum Schießen. Ja, schon. Außer er hat das Flackern von sich als Blitz, weil er rüstet. Ja, genau, er hat so ein wahrscheinliches. Ja, Motor. Kugelfähig. Eindeutig.
Co bude? Es wäre richtig im Schwimmbad. Trainingsbecken. You were always the best. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Das ist ja musikalisch. Auf der Klavierseite. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Auftragskiller möchte nicht sein. Sehr einsam. No. Glaube ich nicht so egal. Ich glaube, das muss eine Berufung sein. Berufung ist gut. Ja. So, da. Zielorte. Ist basic, das sind die, was wir alle. Okay. Mittlerweile haben wir also tun, gibt es jeweils eine Mission. Auftrag, eine Mission. Ja. Aber ICA-Einrichtung, das ist quasi das, was wir am Anfang gemacht haben. Ja. Machen wir gleich die Abschlussprüfung. Und. Ah, da sind wir richtig. So, sag mal, 1 bis 5. Ja. Der eine Sonnenauftrag ist wäre auf dem Schiff oben und das Norrson-Aufstieg wäre dort bei der Dingsbasis. Okay. Das sind so. Gehen wir mal, schauen wir uns das erst an. Extra auf. Das ist noch eine Methode, Pistole und Verkleidung als sowjetischer Soldat soll mir ein Chila Snetschke oder so. Okay, ja. Und das ist jetzt quasi das erste von 5. Okay, ja. So. Das ist recht cool. Okay. Das heißt, du bist quasi das originale Ziel, was da eigentlich war früher, ist komplett uninteressant. Du machst dich jetzt konzentrierst du nur auf den Typen. Okay. Mit einer Pistole und als sowjetischer Soldat verkleidet. Okay. Easy. Und das passt? Ja. Na dann brauchen wir mal eine sowjetische Verkleidung, eine Soldatenverkleidung. Ja. Ich verstehe. Okay, danke. Ich sag's dir, auf der anderen Seite wäre auch ein Zaundurchgang. Ja. Hab ich lange nicht gebraucht. Verstehe ich. So. Ich würde jetzt als erstes einmal so gut Also ab und zu das Werkzeug eingeklappt von jeder einer Seite, das ja. Soll es ja sein. Genau. So. Und dann brechst du mal wieder brechen, wenn du irgendwas willst, wo kein Dietrich dabei hast. Did you print out the safety protocol? Ja, das ist das Wort. Genau dort, genau dort. Was ist das? Egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just take the box and get it done. Erst auf jetzt. Wie geht's jetzt durch? Mit? Das
Never enough security. Irgendwas kriegst du, ja, wäre witzig. Wirklich, da liegt alle 10 Meter, liegt der Hammer. Geil. So, wie lange wird der Auto dort hinstellen? Da, da. Finden Soldaten herumliegende Waffen, tragen sie zu einer Waffenkiste. Ah, cooler Typ. So, ich warte jetzt, bis der Kollege kommt. Oh, du kriegst die ganze Basis aus. Ja, natürlich. Es wird alles. Wir sind im Kalten Krieg, oder? Quasi. Emotional. Da muss alles ausgeschaltet werden. Der Typ ist nie mehr zurückgekommen, der Waffenkiste. Wie ist das? Sehen die da? Die haben schon wieder ziemlich viel. Geht er weg. Ich kann ihn nicht sicher vor hinten anbringen. Aha, das ist nicht so lange. Das ist der Chess, weil sie ist echt.
Okay. Dun, dun, dun. Gehen wir mal rein. Ungefähr gut. So. Oh, ich hätte gesehen. Gut, ja? Gut, noch. Ja, nichts. Ja, das ist halt kein Spiel, was man so auf schnelle Art und Weise, da muss man ein bisschen Geduld haben oft. Ja, es ist sehr lästig, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, als du immer voll komplett neu startest dann. Mhm. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Look, you really have to do this. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Well, can you get a glimpse? Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one does it, it's mandatory. Pick the box and get it done. Bis dein Soldat sich umdreht. Warten. Sehr gut weg, muss ich schon sagen. Wir müssen genau gleich noch machen. So, was ich noch was machen könnte. Ziehen. Ja. Blöd, weil da ruhig voll. Gehoben, ne? Ja. Ah, wenn es rechts ist. Sehen wir auf der Minimap. Mhm. Unser Ziel kommt da ganz klar her. Mhm. Da. Rechtmittel nehmen wir mit, brauchen wir zwar nicht mehr. Kann man schon machen. Genau. So, oh, jetzt ist er da. Ja, sicher, da war versteckt. Wir warten jetzt einfach 8 Stunden, bis er scheiße geht. Genau. Richtig so. Im Prinzip. Blöd ist nur, wir sind als Polizist verkleidet. Ja. Zur Zeit nach. Das macht ja nichts. Irgendwann muss er trotzdem kacken und die Hosen haben lassen. Ja, die Hosen lassen da ich. Wie gesagt, wenn man das nachher öfter spürt und öfter beobachtet, die Gegner nachher wirklich, da beobachtest du nur stundenlang, ja. So wie es eigentlich als Auftragskiller richtig kehrt, ja. Merkst du, der geht in den Raum und nachher geht er wirklich kacken und braucht keine 8 Stunden. Ja,
lustig ist, das ist in diesem Spiel nicht. Das würde ich mal sagen, das ist jetzt aber ein bisschen schlecht. Jetzt brauchen wir nur Soldaten. Kannst du den jetzt schon umziehen? Kannst du den Zeitmann da ziehen? Ich kann nicht so rot, oder? Ah nein, das ist nicht. Aber bist du noch da? Aber ich bin kein Soldat, ich bin General und so sieben. Ach so. Aber da steht einer. Und wenn man das genug beobachtet, ist es die Leibwache von dem Typen. Genau, von Jasper, ja. Und wenn du es genau beobachtest, geht der Jasper immer voraus aussehen. Ja. Und kurze Zeit später folgt der. Willst du da kurz Schachbrettel schauen? Macht er immer Großmeisters? Ja. Er hat das auf dem Schreibtisch der Schachbrettel stehen. Hängt aber momentan gerade. Man könnte ihm sogar helfen. Hm, gern. Mhm. Ja, wer kann, der kann das denn. Ja, wenn du ein bisschen mehr bist. Ne? Dann höchsten Großmeister im Schach. Ja, das ist es. Das haben wir nämlich sicher gelernt. Ich meine, ist das das Spiel der Könige? Das stimmt. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr Geduldsspiel. Also ja. Four. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt geht er, glaube ich, aus. Ja, jetzt geht er. Passt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass er durch die Leiche nicht sichtbar ausgehen. Soldat folgt. So, das passt gut. Und der schnell wieder her. Wird knapp. Und die Tür ist so, wenn man so. So. Schuss auf die Knierscheiben zurück. Machst du den auf? Warte mal. Nö. Schau. Schau mal, du bist ja hier oben. Ah, okay. Mehr noch. Das ist cool. Bist du am Boden? Warte mal. Dann können wir wieder so raus. Immer rein.
letzte, das sind nochmal die Herausforderungen von den ganzen, also von den Trainingsmissionen. Rolle beide. Bitte. Lautloser Killer. Also, ja. Das muss ich fast kurz so lassen. Eben, es gibt dann noch andere Herausforderungen. Also das Jahr, das ist jetzt nicht so gut. Wir nehmen einen 8408er. Wahrscheinlich von der Zeit her, das sage ich jetzt natürlich eine Spur schneller oder keine Ahnung. Warte, schau. Custos 85 bin auch ich. Und da war ich einmal anscheinend schneller oder besser. Keine Ahnung. Insgesamt gibt es da bei dem jetzt 5 Stufen. Und es wird bei jeder Stufe schwieriger. Das heißt, es kommt irgendwas dazu. Keine Ahnung, man muss 2 Ziele eliminieren oder andere Verkleidung nachher tragen oder Zeitdruck irgendwas oder andere Waffe. Also es ist, wird noch jedes Mal ein bisschen schwieriger. Oder innerhalb von unter 5 Minuten, dann läuft man halt öfter. Es gibt natürlich am Ende eine Bewertung. Ja. Und wenn das so ausschaut, dann ist das ganz okay. 5 von 5. Lautloser Killer. Okay. Das ist sehr cool. Ja. Und nächste Stufe spielen. Wird es jetzt schwieriger oder einfach anders? So. Knacken Sie den Safe und stehlen Sie dessen. Genau. Zusätzlich zum Töten? Genau. Oder nur? Und zusätzlich. Ah, okay. Das heißt, das Ziel ist trotzdem der Typ, Ziel als Mensch, gell? Und zufliegt und dann muss man Safe ausgraben. Okay. Ah, spielen! Ich verstehe. Besonders aufmerksam war ich. Dann gib mir schon den Schlaf. Ich schlafe in der Zeit so fleißig. Tram, du Scheiß. Nichts von der Hochzeit, gar nicht. Einfach so irgendein Scheiß. Was du denkst, hey, boah. Ja, du solltest das irgendwie unterbewusst belastet. Trinken? Ich hab ein bisschen zu cool. Da war ein bisschen nichts. Okay. Noch fast die Hälfte. Mir ist halt irgendwie zu kalt fürs für Bier. Was? Heute Nacht habe ich mit Pullover geschlafen. Ja, das wundert mich nicht, ja. Weil Heizung waren sie schon direkt. Ja, ist ja klar, ja. Und jetzt geht's wieder, wenn es wieder Zeit.
close. Did you pronounce the safety protocol for the jet? Yeah, really have to do this. We're putting a pasty faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, Hey, wait a minute. Genau, ja. Theoretisch kennst du ja geil. Nö, überleg mal nach, weil ich möchte jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist eigentlich cool. Und bin nochmal. Siehst du den roten Dings? Ja. Du siehst es eh. Ja. Deshalb haben wir schon zwei Möglichkeiten gefunden, um diese zu verändern. Ja. Ich muss nur warten, lang genug, bis der andere Typ endlich kack macht. Was ist denn da? Das heißt, sie suchen noch einen Polizisten. Ja. Wer kann mich wie gesehen haben? Ich hab keine Ahnung. So. Nichts passiert. Naja. Schuhkacke. Das Orange heißt, die sind auf der Suche. Auf der Suche, ja. Ja, ich meine, da ist es. Wer wird im Klo in einem Kistel suchen nach mir? Keiner. Aber verstehen du es nicht ganz? Keine Ahnung. Stundenlang stehen und warten. Ja. Aber es sucht immer. Na, momentan sind sie irgendwo. Das heißt, ich könnte den Safe knacken. Theoretisch.
this also. I'm not sure. Also. Und ich wollte noch sein ganzes Depot des Schachspiel durcheinander bringen. Ja? Oh oh. Oh oh. Jetzt kommt der Kollege. Komm nur, Freund, komm nur. Also das war für die Soldate, die auf den Jasper aufpasst, gell? Mhm. Ach Gott. Wo ist dieser komische Typ? Langsamer, weiter links, links, links. Links. Weiter links. Ah, da. Mhm. Down, beißt du, dein Gott. Da brauche ich ja eine Brille. So. Ich glaube, da ist die Chance größer, dass sie den einen Soldaten zur Stunde bringt. Mhm. Wenn der Jasper irgendwann geht. Wenn er geht, dann gleich. Sehr schön. Und der andere kommt schon langsam. Der. Geht sie nochmal raus? Ja, das ist noch weit, gell? Du musst halt noch gleich Zug einziehen und genau, verstecken. Ja. So ist es. Mit der Leiche drin liegen. Ja. So, guter Freund. Warten. Gibt's vielleicht das? Noch ein bisschen warten. Jetzt. Gut, ja. Oh, mach auf. Gesehen. Schlechte Idee. Wäre möglich, war ich nicht. Weil es sau laut ist wahrscheinlich. Hauptsächlich deswegen. Mhm. So. Kompromittiert bist du auch nicht mehr. Ja, haben sie schon vergessen, dass da irgendwer gesehen hat. Meine Leichenkinder sind auch gefunden. Mhm. Weil die sind alle gut versteckt. Ich glaube, wie du unter durchgerettet bist, hat die einer gesehen. Ja. You. Hey. Das tun. Jetzt kannst du es geht darum, ja. Du könntest das bitte.
Asiant. Ah. Muss ja wohl steht das. Ich merke das jetzt nicht. Das wird ja auszulassen, den Safe. Das war wirklich unglaublich smooth. Ja, aber das vielleicht super wacher Präsenz. Ich habe mal nicht mal 7 Minuten oder 8 Minuten. Ja, okay, wir dürfen mal nicht. Also, du wischst es genau so. Wenn es genau richtig ist, das ist der Wisch. Also, ich wäre schon schlecht, das ist der Fuhr. Scheiß Auto so einpackt. Das ist idiotisch. Na wirklich, kannst du nicht so fahren. Ja. 95. So, Bewertung. Was? 2 Sterne? So viel zivile Opfer zu zahlen. 3. So. Das ist als Flugzeugmechaniker. Und Moses Butusov. Also zusätzlich dazu, zu denen. Mhm. Alter. Yep. Moses. Überspringen. So. Moses, wer könnte das sein? Das ist ja aber relativ einschusslos. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Really have to do this, all things considered. We're putting a pasty face exit inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it, für sich ja, aber rein auf der Einbindung her, ist fährt das Licht nicht an, dann geht ja noch schon, was da los ist. Ja, das ist ruhig, wenn ich bleibe, ich gut. Und von meiner Logik her, so das Licht einschalten und dann anbringen, und dann denken sie, das Licht wird wieder, da ist alles okay, oder eine Kollegin ist alles ruhig, weil ich gerade weiß, wo ich nicht. Okay. Yeah, I snuck a peek, so shoot me. I might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides. Travel. Vodka. That's what he said. Think he's back home? This is Cuba. You got tons of rum, but vodka? Military airfield? I know, but at least pretend. That man is KGB. You're pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly. I hear you.
Mr. Mechanic, what's up? Schön. Leider waren sie da so einfallslos, dass sie als Ziel diesen Soldaten gemacht haben. Echt jetzt? Mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Hätte man kreativer lösen können. Mhm. Weil im Prinzip habe ich mir jetzt nur die Mechanik verkleidet und das geht komplett gleich. Apropos, wie muss ich ihn aber töten? Mit Soldatenquant. Also wie, beliebige Methode, das ist super. Mhm. Man fragt sich, was der Maxi gemacht hat, dass das passiert. Ja, weißt du, wenn du die Wache von dem Typen hast, das könnte oft schon der Grund sein. Ich weiß nicht einmal, ob man sich da verkleiden muss. Das ist komplett wurscht. Und sie verdecken muss. Also. So. Bleibt mir jetzt die Waffe zu nehmen. Ja. Und macht ein rotes Rufzeichen. Ja. Weil die Waffen darf aber Mechaniker ja gar nicht haben. Ah, okay. Das heißt, wenn du mit dir dann rumlaufst, sehen das dann entsprechend. Genau. Cool gesagt. Also von dem her ist es nicht so schlecht. Aha. Gott sei Dank sind die schon mittlerweile wieder da. Ja, das hat zeitlich gut gepasst. Dass die beiden Straßen stehen, oder? Achso, aber dann kann man was sehen. Kriege ich Befürchtungen, ne? Ja, die Warterei ist wirklich fest. This is unsettling. Oh, da ist eine Waffe. Hm. Am besten ich räume sie weg. Aber da ist ja der zweite Typ auf dem Mikro. Ja, weil er die Waffen gesehen hat. Das ist
besten die Flöße den Feuerhahn aus. Wenn du nicht mehr weiter weißt, löse den Feuerhahn. Na, das ist Froschgerät. Doesn't make sense. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time. How's night? You know that guy who flew in from Moscow? Oh. He's the real McCoy. Langsamer als beim ersten Mal. Ja, das ist, weil das Ding aus Sprechhausen kommt. Verstecken Sie alle Körper innerhalb von 90 Sekunden, sonst ist die Mission gescheitert. Wie alle Körper. Alle Leute, die umbringen. Das heißt? Wir sind 90 Sekunden. Das heißt, du machst deinen Körper irgendwie. Ja. Und jetzt tötest du das so. Und dann hast du genau 90 Sekunden Zeit, diesen Körper zu verstecken. Aber was sollen die restlichen 60 Sekunden tun? Keine. Okay. Es macht es halt immer schwieriger. Ja, das kann man nicht so. Holen wir uns den Rechner. Smart. So. Dann machen wir es jetzt. Wir haben das letzte Mal was gleich gut gemacht. Ja. Weil. Smart. Ne? Scheiße. Er hat die jetzt gesehen. Ja, ist klar, er ist ja noch nicht mal schlecht. I might just do that. Those are military secrets. Ah, Thomas. All right, I hear you. So, Arvin, halt. Du fährst weiter Knoska? Ausgefallen. Jetzt sind in Kuba. Ja, so wenn wir dort zum Sparta Knoska. Ich glaube, dass das nach Kuba getrunken wird. So, da. Nehmen wir mit. So, wo haben wir das gerade gefunden? Was ist denn überhaupt? Kaffeebecher. Ah, okay.
was mir nett. Nö. Hello, Trooper. Der steht auch so. So, wer muss schon fahren? I know, but at least that man is KGB. He's pretty high up the chain at that. Yep. Those guys don't take this. We have one. Failure. I hear. So come with one. Yes, Sunday Hunt Day, but. Uplink. Sozusagen. Mal, der Linker, da könnt ihr auch mal schauen. Kindert eigentlich da gleich auf die Maschinen, ne? Mhm. Mr. Mechanic, what's up? Hey. Oh, das darf ich nicht lassen. Geil. Das darf ich wahrscheinlich auch nicht. Wäre eine Gelegenheit. Ach, ich hab's mir gedacht. So, was ist das? C4. Ziegel. Einfach ein Ziegel. So. Oh nein, da habe ich das gerade gekackt. Alles gut. Entschuldigung, ich muss da kurz. Ah. Macht nichts. Ja. Das hat ewig Zeit, dann holen wir den ersten Mal zerstören. Hallo, ihr Typen und so. Wie nun bringe ich es gut? Jo. Dann habe ich. Bazooka. Ja, genau. Dann verkleidest du dich mit dem als Soldat. Ja. Das ist doch fett nur als Soldat. Ja, genau. Lustig, als wenn die jetzt Schatten gegangen wären. Das wäre voll geil, ja. Total lustig. Totally. Ich kann dem Typen ja sagen, er muss jetzt unten dein Sicherheitsprotokoll wieder anschauen. Er folgt dir. Ja. Er folgt mir, das habe ich befürchtet. Aber sonst ja. So. Schau, da geht es um. Jasper, ich sag's dir, wie es ist. Ich bin Knopf am Durchdrang, wenn der nichts weitergeht. Also schau, dass du verschwindest. Ach Gott, ich trottel, das war nicht mehr zum. Übrigens, wenn du Instinkt nimmst, geht das langsamer. Echt? Mhm. Ah. Gut zu wissen. Oh mein Gott, eineinhalb Minuten, verdammt. Es ist praktisch vorbei. Also ich habe eigentlich keine Chance mehr, das zu machen. Voll geil. Wundere mich nicht, dass ihr da ohne Gramm seid, verbrechen. Hallo Jasper. Ah, da geht er. Was passiert, wenn ich im Scheißhaus stehe? Der kommt rein. Keine Ahnung. Vielleicht liegt die Asse. Es ist kein Verbrechen, im Scheißessel zu stehen. Normalerweise. Ich verstehe es, ja. Ich hab fast der Kisten und Kopfschuss. Er setzt sich nur das Heißel. Oh. Tut mir leid. Enttäuschend.
Er schaut sie in dem Spiegel an. Dame nach Gebrei. So wie. Dann können wir in der Zwischenzeit mal da schon den Safe ausräumen. Jetzt kommt er. Auf jeden Fall bist du schon mal auf der sicheren Seite. Also du bist quasi safe. Wir machen das. Und auch auf die alten Werte abgelassen, wenn man überlegt. Leider kann man dort nicht ausschießen. Das. Das habe ich vorher schon probiert, ob ich zünden kann. Beim ersten Mal. Mhm. Wann kommst du, Freund? Wann kommst du? Jetzt musst du aber schauen, der Jasper schaut nämlich den Schach drin und sagt, oh fuck. Verloren. Ja, du solltest ihm aber eigentlich helfen. Wieso soll ich ihm helfen? Er ist ein Spion. Ja, aber dann, wenn er das der Schach geschossen hat, dann ist er. Das ist ein da steht da vorne. Das ist, hat mir die Gelegenheit zu tun, du sollst ihm helfen, dass das Schachspur gewinnt, weil wenn der Schachspur gewinnt, dann trinkt er einen Wodka. Ah, verstehe, ja. Sonst trinkt er ja nicht. Ja, das ist mut kompliziert. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Puh. Oh, jetzt bin ich in der Fuhr gegen. Oh, das tut weh. Das sieht gut aus. Ja. Ah, voll gut, oder? Boah, das riecht ja immer noch. Den Burscht da. Nein, ich glaube eher, das ist die Kühlflüssigkeit vom Pulsecap, wo es rausgekommen ist. Das wird sein. Das wird sein. Der sollte mittlerweile schon ein bisschen braun und raus und so weiter. Egal. I think of that. Du musst da. And then the trust of the beam was gift. Rock has no choice but. And then the see. Köln-Dotrat, oder? Ah, ich schlage jetzt an. Weil ich es nicht tun muss. So, schauen wir mal. Oh, ich hab den Fackel abends. Mir geht's ein bisschen in die Stimme. So. Jetzt müsst ihr mal wissen, wie der Ausgang ist, gell? Ah, hält man dann durch diese Tür. Auf der steht Zona de Recreo. You know that guy who flew in from Moscow? He's the real McCoy. That can't you be honest? Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the ship board. Really have to do that. This is the hardest one. You can't tell me to do it. You can't tell me to do it. So, 4 from 5. 4? No, no. Passt. Passt, ja. Und vor, was schaut's? Cranberry oder Kiwi Apfel? Was? Wieso? Du hast zusammengebracht. Du bist nicht immer unbemerkt gewesen. Nein, das, nein, das Grüne gefällt mir besser. Aha. Dankeschön. Nicht immer unbemerkt. Warum bist du immer unbemerkt? Das vorgemerkt. Ah, stimmt. Du hast ah, da, auch ganz am Anfang. Ja, stimmt. Ah, das ist in die Hose gegangen. Ja, muss man sagen. Nächste Stunde. Jetzt ist die ultimative Herausforderung. Weißt du schon. Wenn sie jemanden ruhig stellen, ist die Mission gescheitert. Das heißt ruhig stellen? Wenn du nicht, also nicht ausnockst, aber nicht tötest. Moment. Angenommen, das heißt, du musst auch, du musst gleich sich oder halt eben sowas. Mhm. Okay, ja. Ja gut, das geht aber ab. Ja, aber man muss ja das ja perfekt machen und nett. Leute töten, was man nicht. Du, da ist kein Unschuldiger dabei, Björn. Das sagst du. Ja.
aber gut, es gibt ja schon die Klassen, die haben sie. Die Römer nur schon vor einem Becher essen. Einen Becher. Gib mir einen Becher aus. Und dann lachen wir auf dem ersten so boom, boosh! Umbringer geht. Ja, passt. Das ist machbar. Was soll das sein? Kiwi? Kiwi-Apfel. Mhm. Irgendein Apfel finde ich schmeckt mir voll die Kiwi gar nicht so, oder? Aber du hast jetzt Kiwi gleich gesagt, also von dem vielleicht hast du die Kiwi gleich gesagt. Wah! Feuer! Absolut. So, wir sind schon mal drinnen. Und sehen wir da weiter. Was mir unklar noch ist, ist wie du den Antypen umbringst mit dem Mechanikerband. Jupp, mir. Ohne dass du irgendwen anders umbringst. Weil ich glaube, da wirst du nicht hinkommen. Ja, absolut. Das ist mein Problem. Ich improvisiere gut. Ja, ich weiß. Sie das Gesicht errichtet und so. Ja, vielleicht kann ich jetzt nur das Ding haben, weil normalerweise müssen wir ein bisschen haben. Aber Dorf, da oben kann ich wahrscheinlich nur. Das kann sein, da oben ausrüsten. Ja, die Karte ist vielleicht nicht ausrüsten. Das heißt, ich muss auf den Jasper warten. Ich war vom Schalke etwas reißt. Kann man nicht vorstellen. Wie? Ajax 2-0. Ah, das ist gar nicht klar. Ja. Der ist jetzt schon wieder zurückgekommen. Ja, jetzt muss ich wieder auf den General warten. Ich glaube, der General hat einen riesigen Moment gut. Nein, das ist Schnurrbaum dort wie Stein. Ah, so schon lang war das nicht. Jetzt sind sie mit Maximum ein paar Wimpern zupft haben und das war's. Dass du bei so einem sowjetischen General aus dem Vorbild bewusst. Bah. Wie geht das werfen? L2. Also zielen und dann ja. Boom, ins Kreuz. Huh. Oh. I mean, got some strange noises here. Looking into it. Over. Hey.
fucked. That's what he said. Think he's back Fuck. Home? This is Cuba. We got tons of rum, vodka, military airfield. I know, but at least pretend. So, that man is business as usual. Downs goes right. This can be good enough. What's wrong with this guy? Fucking chance at a time like this. They might just do that. Jetzt nur kein Lockeren von dem. Ja, das ist ganz am Temper. Wie zum Beispiel Party Borisov nicht umbringen. Mr. Mechanic, what's up? Oder General nicht umbringen, sondern nur bewusst schon sehr stark. Mhm. Wo ist das Radlicht, wo sie hingelegt hat? Ah, wo sie noch kommt. So, wo ist denn eigentlich der? Ach, jetzt muss ich sowieso auf den Arsch warten. Ganz blöd. Der kommt jetzt erst zu dir nämlich noch, ne? Mhm. Und mit der kleinen Seite bringst du ihn eigentlich gleich um? Ja. Ah, okay. Das ist gut, da kann auch schon mal nichts passieren. Genau. Unterworfen. Mario, wir nennen jetzt, dass wir Domain kaufen fürs Tippspiel. Okay. Das kostet mir so 10 Euro im Jahr oder so. Dass man ein leichteres Ding ist, dass man zur Weltmeisterschaft kommt oder so. Mhm. Und nicht das mit Surf geben, was denn so. Aber das ist. Ich bin gut. Gott sei Dank. Wegkommen, wegkommen, wegkommen. Schön. Und selber. Los, los, bin mehr. Das ist was versammt jetzt, als er geht. Mhm. Oh, der General hat die Waffen gesehen und hat sie weggekommen. Das ist einfach. Das ist wirklich. Das ist nur einfach von den Leuten. Das ist also vom Volk. So. Mhm. Ein guter Mann. Vorbeklappt. Sehr, sehr vorbeklappt. Ja, der hat die Waffen in der Hand und geht jetzt da irgendwo hin. Scheiße. Kommt die nächsten 44 Stunden oder nicht? Mhm. Mach's nicht jetzt, es ist schon dran. Reveal yourself, damn you. Make no mistake, Ambassador, I will destroy you. Hast du das gesagt? Na ja. Aha. Ich habe gleich gesagt, dass er rausgeht. Ja, habe ich mir gedacht. Was mich wundert, ist, dass das nicht merken, dass da der Safe aufgebrochen ist. In jedem anderen Scheiß sehe ich sofort, die das nicht. Das ist unter Gespannung. Das ist sowas, sieht man nicht mehr so alltäglich. Nein, das stimmt. Genau, Signal. Ich warte hier auf Sie. Das ist nicht wahr.
Jetzt schauen wir mal, wie ihr darauf reagiert. Why don't you call in a submarine? I have nothing against those. Ever been in one? I have not. Well, that explains it then. Trust me, Knight, you'll feel better once you know the actual route. We should get the slides any minute now. Ja, mit dem U-Boot möchte ich ja nicht fahren. Nein, überhaupt nicht. Dass er einfährt. Katastrophe. Oh, da ist ein Blaubart. Ich öffne die Tür. Ist das wurscht? Oder? Guter Tipp. Ja. Wenn du das spielen solltest, mach nie die alle hintereinander. Ja, weil es saufahrt ist. Weißt du, ja immer gleich mein Gäste. Ja, Prinzip. Das stimmt. Aber das Geiste ist, du hast ja noch eh die ganzen Sachen. Ne? Ja. Das ist das nächste. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Couture. Your targets are Sanguine owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis. Beautiful, brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Okay. Mission status. Act. Okay. Let's do this. Das habe ich genau zweimal gespielt, also da weiß ich noch nicht alles aus. Okay, ja. Und die nächsten Missionen nachher gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Sehr cool. Dann sind wir noch bald auf einem Ding. Alles kann ich umbringen, wie ich möchte. Planung. Schmuggelobjekt. Was ist da? Du könntest schon theoretisch bei der Kellertreppe was platzieren. Geil! Details anzeigen. Keine Ahnung, was ich will. Anders so. Okay, was ist da drin? Ja, so. Du X. Geil.
den richtig geilen, ja, das, ich werde wohl Klavierseite, also bereits verwendet. Ja, Dietrich zum Beispiel. Gif! Na, Dietrich ist eine ausgezeichnete Idee. Man kann nie genug Dietrich dort verwenden. Mhm. Startpunkt. Das haben die deutschen Finger gewusst. Verborgene Waffe, schauen wir mal. Okay, da kommt nur das mit Schalter. Anzug, Smoking. Oder. Klassisch. Na, bitte. Also für sowas ziehen wir nur Smoking an. Zubehör, Münze. Ah, okay, da können wir gleich einen Dietrich machen. Theoretisch. Bleiben wir mal bei der Münze. Da machen wir wieder die gleiche. Was? Das bei der Sonne. Startpunkt, der rote Teppich. Okay, ich glaube, wir starten gut. Ja, aber du schauen wir bei Startpunkt mal. Du könntest theoretisch zum Beispiel verkleidet. In der Fallramme. Was? Verkleidet? Ja. Im Mantel. Genau. So, ja. Oder in der Umkleide als Koch oder sonst irgendwas verkleidet. Ja, gleich mal direkt zu. Mhm. Aber da müssen wir zuerst was zusammenbringen. Genau. Einsatzziele haben wir gesehen. Spiel. Okay, Moment. Herausforderung. Was gibt's da? Lautlos, okay. Schaust auf den Rücksack mit der Lichtanlage. Das ist eigentlich blöd, wenn man die vorher liest, weil dann weißt du schon, was welche du Möglichkeiten gibt, ja. Also das erste Mal würde ich wirklich ohne. Schon, oder? Ich finde auch, also es ist eigentlich, weil es ist, ich meine, ich sage mal nachher, wenn du sagst, jetzt du willst wirklich alle Herausforderungen oder so, aber so jetzt, weil das tut dir schon leid. Ja. Schon tun. Drum jetzt am Anfang, das ist eine beliebige Verkleidung, beliebige Methode. Also gewisse Aktion gelegentlich. Legal aus. Sprengsatz. Ding leg Experte bist im Auftrag vom Novikov. Mhm. Mhm. Genau der. Schwingen Sie richtig durch, um diese Karte zu schlagen. Das heißt, du hast die richtige Tastenkombination drauf. Okay, ich hab's mir jetzt gedacht, weil das ist eigentlich nur Viereck und dann das, was steht. So wie vorher bei dem anderen auf einmal drei. Genau, ja. NSCs, ha? Bist du deppert? Da fahren sie mit den Abkürzungen. Nicht Spielercharakter, aber C geschrieben nämlich, gell? NPC wäre mehr. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Aber who is who? Ja, das frage ich mir oft. Wer ist das? Wer ist das überhaupt? Ausgewalt und unmöglich zu ignorieren. Schauen wir mal. Tonight's show should prove no exception. Cut! Yeah, thanks a lot, man. Real considerate. You mind staying out of my shop? Is this cool? This is so geil. So geil. Okay, this is from the Let's enjoy the show, sir. Du kannst doch eigentlich überall in den. Sie ist auch stehen, was du denn gedacht. Oh. Alle komisch, was sie zu tun ist. Außer mit diesem muskulösen Typen. Sir, I don't recognize you, so you can't come through here. Sorry. Oh, that's okay. Ah, this is easy. Okay. Sure. Ich sehe noch keine. Aha! Alright there? Yep. Yep. Go ahead. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich ein Patch war. Was kann das? Bei dir das? Ah! Ich brauche einen Schaufel. So ist. Wo ist das Schaufel für den? Wahrscheinlich dort hin. Yes.
nennen wir es Mülltonne. Kadaveraufbewahrungsbehörde. TKV. TKV. MKV. Das auch. Guck mal, ob du durchgehen kannst. Fragen nicht. Die schaut schon so unfreundlich aus. Wo sie eher glaubt, ist, dass sie mir dort drüber fragen. Du musst nur noch runter gehen. Was? Du hast gut. Da liegt etwas auf dem Eingang. Also du drüber. Okay, hol es wie es aus. Schraubendreher. Mit dem Kinder wollen wir den ersten hochstechen. Oder? Wir gehen wieder zurück. Wir schauen uns die Sache an. Da kommt. Und jetzt Dakar. Bali, Dakar. Paris, Dakar. Wir helfen jetzt einen Schraubenschlüssel. Good evening, sir. Welcome to San. Oh, ja, merci, merci, Baguette. Macht aber mehr Sinn eigentlich. Ey, weil full. Schraubenzieher, aber du ziehst nicht einmal an der Schramm. So ist es. Also du sagst, du ziehst das fest. Oh, go ahead, sir. Oh, pardon, hoppala. Blum. Aha. Das ist nicht so wie bei Assassin's Creed, was du da bei ihm. Ja, ich hab quasi virtuell jetzt gesehen, wie das verschwindet. Da geht die Paria. Was ist hier los? Falls du dich erinnern kannst, hast du dir gesagt, dass du der Priester jetzt übrigens mit einem Dietrich in der Hand. Oh. Schauen wir mal ein feierlich. Was ist das? Wir haben einen Schraubenschlüssel gefunden. Was kann jetzt noch schief gehen? Sag's mir. Wenn er safe kommt, halt mit Dietrich, denke ich. Aber da unten geht's ja ziemlich ab. Du bist in einem Gebiet, wo du eigentlich nicht sein solltest. Ja, ob ich es da fand. Das ist cool, dass man springt, klar. Du musst für den Hand. Aha, jetzt weiß ich. Caesar. Ja. Noch doch nur 20 nicht. Nein, das haben. Der muss ein bisschen lockerer fähig. Oh, da kann ich einen Zettel lesen. Untersuchen. Aber, untersuchen. Was steht hier? Kann man lesen. Möchten Sie diese Gelegenheit? Ja, sonst geht es. According to the room plan, the infamous Sheikh Salman al-Ghazali resides in Suite 2. The al-Ghazalis are known terrorist supporters, and Salman is surely one of Iago's most prominent clients. He will no doubt have unlimited access to the auction. Better yet, he is also a notoriously private person. And apart from his family, employees and close friends, few have ja, seen his leider, face ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich schaue auch nicht aus, wie der El Ghazali ausschauen wird. Ja, doch. Komplett vom Mund, das ist ja bestimmt. Ja, das stimmt. Hast recht. So. Ist jetzt der Rote der El Ghazali eigentlich oder wer nein, anders? Nein, das ist ja nur mit der Benziner. Ah, okay. Wow! Also das ist... Ich denke, das ist geknackt.
passieren, verschwinden die, wenn es geknackt, also wenn es abmacht. Sehr gut. Und wie findet er jetzt zum Beispiel den Edgar Sali eigentlich an? Indem du das Sample folgst. Ah, ich verstehe. Just that such booby. It's not just Haute Couture. It's Haute Couture that's been worn by medicine. So ein Double Kill gibt's nicht, oder? Ne. Hi. Yes, oh, I'm... Neugelingen. Oh, are you? Yeah, well, look, yeah, I know it's late, but look, if you just... Look, I only need a lens for my camera. It's an emergency. Palladio Walewska. It's downtown at... Yes, the Sanguine Fashion Show. I'm about to do an interview with Viktor Novikov, and my intern must have just dropped the equipment. According to the young fashion blogger, Novikov has agreed to do a live interview. This could be a good time to catch the Sanguine CEO off guard. The location, however, is currently unknown, and in any case, the blogger needs a replacement lens for her camera. May I suggest you help a girl in need? No, look, I'll meet your guy out front. Is there a problem, miss? Sorry. Unless you happen to have a spare camera lens, I just don't have time right now. Wie ist der Teufel so will? Is there a problem, miss? Sorry. Unless you happen to have a spare camera lens, I just don't have time right now. Aha. Und ich weiß noch zufällig, wo wir dann so was finden. Oh, was ist das? Münze. Noch mehr Münzen. Hi. Yes, I... Oh, are you? Kein Ver... Aha. Yeah, well, look, yeah, I know it's late. Yes, the Sanguine Fashion Show. I'm about to do an interview with Viktor Novikov, and my intern must have just dropped the equipment bags. Ich bin schon ganz hart davor, die Mission abzubrechen, quasi. Und ja. Kriegsaxt. Ich habe leider keine Kamera-Objektiv, aber ich habe keine Kamera. Aber ich hätte eine Kamera für Sie. So, gute Frau. Wo ist Ihre Kamera? Jetzt geht's weg. Laufend. Laufend. Oh. Excuse me, miss. Is this what you're looking for? Ist das oder ist das nicht? Los. Was ist das? Oh God, yes! Yes, thank you so much! Oh, what do I owe you? Just glad I could help. Thanks, mister. You're a lifesaver. Yes, thank you, man. Yes? Ich weiß noch nicht genau, was mich das bringt, aber... Ich glaube, dass du es verkackt hast. Was hätte es umbringen sollen? Oh, verfolgen Sie der Bloggerin zum Interview, okay. Der Mara hast du es noch nicht verkackt. Vielleicht hätte ich mich anziehen sollen, wie jemand... Nicht der Lahn? Ja, nur sie wird halt auch was dagegen haben. Ja, aber der Mara... Also, ich glaube, sobald wir da draußen sind, kann ich nochmal gehen, ne? Ja, wirklich. Ja, kein Problem, ich bin aus dem Kopf. Sir, this is off limits. That's good, sir. Keep going. I already warned you. This is off limits. You just saved yourself a lot of trouble. Hi, yeah, I was here earlier. Lana, Caprice. I'm sorry. I'm here to interview Viktor Novikov. I'll let him know you're ready, miss. Sir, and we're all clear, sir. Enjoy the rest of your day. Keine Ahnung, was passiert ist. Ja, ich
Ja, quasi. Na, ich bin gespannt. Ich auch. Ich hoffe stark, dass ich mit dem Schraubenzieher jetzt nochmal aufbringen kann. Vielleicht sollte ich das so ein Hitzisch unter dem Hals fangen. Das wäre gut. Du solltest nicht einlaufen, dann bleibst du mich jedes Mal stehen. Also. Alles klar. Ist klar, weil der Tausch schon wirklich an. Das wäre vielleicht dann das Problem, aber dann würde ich mit dem Arm voll. Well done, 47. Novikov should be right here, like a moth to the spotlight. So, wie du es... Wie soll ich den Haber jetzt umbringen? Hey, Mann, das ist nicht schön. Du könntest gezielt von ihm marschieren. Mir hast du mal ausgeglaubt, das wäre nicht schlecht. Ja, dann halt einmal die Bühne. Und eben sind noch ein Stück. Ach, das mal auf. Die Kamera müsste es. Können wir zur Kamera vielleicht verstellen? Ja. Irgendwas. Aber das ist, glaube ich, standen. Ah, kannst du nicht vorstellen, oder? Oh! That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. You have no idea what you're doing. Von dort erschießt. When you get jump here, he always gets the good spots. I always get the toilets for some of the things. We've got a few things to place for the rules of the rules. Flipped. You're not there to protect the toilets. Yeah, close. I figure, look, I might as well. So the celebrities don't go to the toilets? Actually, thank you, Bill. Yes, well, I'm very sorry. Wo ist herkommen? Warte, die Runde hätte lang sein. Auf der Karte. Gut getan. Gut getan. Wir sind mit dem Sprengsatz noch vorher erhängen. Du könntest uns jetzt. Ja, du bist nicht gesehen. Get the jitters, huh? What's going on, buddy? Some guy is being a nuisance to everyone. We need to stop him. Well, yeah, I need some of a bitch or what? I have no info on the suspect. Go, go, go! Pit bull. Du bist kompromittiert, also. Ja. Du bist rechts, rechts. Ich bin mir wohl sicher, dass tot ist, gell? Possibly armed and dangerous. Was? I'm not gonna get far without a description. What can you tell? A white guy, no hair, bald, and he was in a nice looking tuxedo. Very, yeah, you know. Stinkt die Mama. Ne. Weiter. Watch out, the guy can still be around. Back to work, everybody. Was du nicht, du findest ja wieder mal. Du könntest in dem Gebiet Mark Penny gehen haben. In den Bader und sein Kerl. Hallo, Kerl mehr. Hallo.
Was ist hier los? Andrea. Ist es so fetisch, oder? Ja. Ich brauche von jedem Schraubenzieher, den ich fange. Oh. Oh. Ah, you get used to it. I've worked on all the Sanguine shows since Novikov took over. You talking? What do you like? You kidding? Guys like Novikov, they don't talk to you, okay? They stop to talk at you. Wenn sie nicht stehen. Novikov. Ah, drücke mal Touchpad. Touchpad. Dann gehst du auf Einsatzziele. Novikov ist nicht tot. Aber er hat sicher Schenknack, das kann er sein. Der hat ihm geil. So. Gift. Things on your end. Listen to you. Good. Police officer, stop that right now. Cool. Hold it right there. So this is happening. Oh. I'm telling you, buddy. Get your hands up right now. Okay. Der Deppert, wenn die läuft. laden. Vielleicht hätte man zwischenspeichern sollen. Nein, nein. Macht sie automatisch. Normal schon. 21:40 Uhr. Wenn wir denn von dort weg starten. Also, du bist schon mal verkleidet als Ding. Also. Oh, das war vor 2 Minuten. Ja. Meine Befürchtung ist, das war genau dort, als die Winde gelöst wurde. Nein, das ist jetzt wohl nicht so lang. Ja, was das vielleicht passt, die Uhrzeit zusammen zwischen PlayStation und Handy. Möglich.
Oder vielleicht war das, als wir den einen Typen überwältigt haben. Mhm. Mr. Decker is on his way from the airport now in the case file. Last remaining car. Yes, we're meeting shortly. It's time to bury the past once and for all. I understand. I know it is a lot of money. Look, we can argue about this later. I've got to show you. Ich glaube, du musst die Tür schließen. Am besten beide. Dann das Ventil öffnen. Das Ventil. Would you mind? I need to be alone. Thank you. What is this? Hey. Who are you? Look, I'm gonna call security. All right, buddy. I'm gonna go get somebody. Sie steht vor der Tür und wartet auf dich. Ist das geil? Somebody's gonna have to go. Am I glad to see you? I need hey, your help. Hey, I'm talking to you. I don't need to come back here right now. Don't come back to the place at all. Did you get a look at the guy? Can you ID him? He was really tall and no hair, and he looked just like the other waiters. Thank you for your cooperation. It's very helpful. Situation under control, okay? I understand. Groß nutzen. Und du schaust aus wie ein Köder. Ist der not so nice guy?
Hey, those tables won't wait themselves. Oder erkläre ich dir, wie du deinen Job machst? Na, also wer mit der wie meinen machen muss. Also er stellt eine Suppe in den Weg herum und sucht nach Bösen. Ganz toll. Get back to work. Okay. Na, komm, wieso geht das nicht? Du drückst Kugel. Sieh, ja. Nichts geschieht. Ablehnen. Sieh, beseitigen. Das mit Ablehnen ist ja gut. Und nichts geschehen und vergleichen. Aber da kommt Brot. Kein, dass sie hinstellt. Get yourself killed! Alter, hast du kein Leben? Dass du mich beobachten musst? Even the service. Was haben wir da Schönes? Rattengift. Man kann nie genug Rattengift. Oh, yeah. Oh, das ist gut gewesen.
Da ist das jetzt wieder jemand. Öltank, du Horn. Geil. Es ist sicher geil. Egal was es ist. Wenn ich nichts sehen werde, würde ich das machen. Well, despite St. Clair making threats and Sato having a meltdown, I'd say the show was a big success. Yes, sir. Yes, sir. Could have gone a hell of a lot worse, sir. Very well done. So, by off St. Clair or the other way? All in good time. Now we celebrate. Well, I celebrate. You watch. And Kirk, remember what we discussed earlier. I won't forget, sir. Will do. In London, for God's sake. None of these idiots can do is serve the damn things. Yes. Yes, sir, Mr. Novikov. Right away. Well, it's confirmed, sir. The FSB charges against you all the time. No one is mentioning him. What did I ever do to him? I don't choose the serving room. Oh, just forget that he's another rich. Hey, mister, huh? Who are you again? You don't fool me for one second. You ain't fooling me. You are not security. That outfit. Okay. Okay. You! Don't move! Hey, oh shit! Oh shit! Oh fuck! Oh shit! I don't see you! I lost the kill! Ah, security. You look well prepared. Sitzen wir es aus. Wie wir es gelernt haben. Wie wir es gelernt haben. Das ist ja genau, ja.
habe ich voll gleich. Love the suit, man. Respect. Danke. Die Frage ist. Ja. Geht er lang? Have a great day. Sie? Ja. Yeah. That's okay. Mr. Kruger, a touch-up, I see. No problem, just sit back and relax. We'll take a second. Goodbye, runway. Appreciate Hello, it. Hello, Mrs. Catalas. You're serious, aren't you? This is really bothering you? You know when Paula got that knee injury and couldn't walk in pumps anymore? Looked down on her bones, made her some kind of special. Nachschminken ist gut. Break a leg.
darling. So, jetzt nur schauen. Ist das die ultimative Vergeltung? Ja, ich darf jetzt nur nicht kompromittiert werden. Keep an eye on the old bathroom. I'll deal with her later. Sir. I was going to put it together to do it. Das Küchenmesser nehmen und sie noch. Zack! Yes, can I help you? You want to take off then, maybe? Hello, Mr. Krueger. Victor! There you are, finally. Come join us. Hello, Mr. Krueger. He just wants to meet you. If Julian wants to play the movie version of me that bad, then you only have to ask. Victor, you're so funny! Seriously! Come join us! Perhaps later. There's something I need to attend to. That's okay. Mr. Krueger, let me know if you need new bodyguards. Okay, adios, amigo. Okay. All right, where was I? Calm. Instagram, okay? The white wine tastes like piss. Pull those bottles right away and no more mistakes. So help me God. Yeah, okay. I mean, yes, sir, Mr. Novikov. Ich hätte mal ab.
Bare knuckle boxer. Best cocktail in the world. Ring a bell. No, nothing. You got nothing. Sorry. Das erste Mal? Da ist einer ganz am Anfang gestanden. Beim Mülleimer. Right that way, Mr. Krueger. Also, ja, das glaube ich schon, weil ich bin gestanden. Ja. Was der? Post der einmal an, sie hat über den Rost sogar anzumachen. Ja. Gotta hand it to Novikov. Man has a flair for the dramatic. A secret exchange in the pavilion, very cloak and dagger. Who's the contact again? Max Decker of the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. That must be pretty important. Novikov is meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB Section Chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Sorry. Or perhaps no not. Access here. Please move on. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. You, move in. Loud and clear. I got nothing here. Nada. Sure. Sorry about that. You know. So,
an anderer Stelle kann er doch Lust oder einen Tipp geben. Looking good, sir, but due to increased security, I can't let you through. Okay. Also, ich weiß nicht, wie die richtige Verkleidung ist, wie man da aussehen kann. Who's that one remind you? Jeez. That's okay. Unterdach. Ah, voll schön. Great evening, sir. Good to meet you, Mr. Lord. Seriously, could this guy be any more new money? Sir, you can't be here, okay? You better stop, sir. Yeah, that's right. Thank you.
Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Kommen Sie, kommen Sie. Hey there. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's orders. Been expecting you. Go ahead. Wieso gescheitert? Wieso ist sie gescheitert? Wieso? Keep secure. I love the suit, man. Respect. Was ist aussuchen kann, ja. Oh mein Gott. Ich hab's vorbereitet. Es hat lange gedauert. Hast du noch zum Trinken? Magst du was haben? Nein, da war nichts mehr, danke. Ich will da so speichern. Geht nicht. Bei der oberen musst du nehmen. Aha, kann man das nicht. Ja, untere ist halt für automatische Speichern und andere für. Das kannst du ewig warten. Hey, watch it! Oh! Sorry, I didn't see it was you. Ja, so. So, jetzt nehmen wir dann nochmal. Tödlicher Nahkampf, tödlicher Ruf. Geil. Klar. Nehmen wir mal die Klavier. Ich gehöre zur Musik. Ich spiele nur auf einer Klavierseite. Ich kann nur ein Lied. Ich spiele das Lied vom Tod. Ich spiele das Lied vom Tod. So. Ah, da ist jetzt ein Mist. Im Wesen kannst du nicht nutzen. No. Sorry, I don't think I know you, mister. Maniac.
Wir müssen eigentlich nur warten, ob er ins richtige Klo geht und ob der Kollege mitkommt ins Klo. Ja, ist denn nur der Dings, ja. Die Wache. Ah, dann ist die Wache mal hin, wenigstens. Ja. Was ich schaue. Oh. Das kommt vom Sushi essen, das ist nicht so. Das haben sie davon, ne? Wie gehst du? Oh, wie leist es gerade durch? Attention all security. We have a code 17. I repeat, we have a code 17. Secure Peacock and Cobra. Over. Thank you. Da kommt noch einer. Was kannst du verstecken gegenüber? Oh oh. That is Dahlia Margolis, supermodel turned spymaster. So, jetzt steigst du jetzt so weit. Jetzt könntest du die Winde auf der Tür rechts. Thank you so much for your excellent work. Well, this is cozy. Save it, Dahlia. It's simple procedure. We'll be out of here as soon as the threat is new. Well done, 47. Viktor Novikov is next. Nice. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Schon eher, gell? Was?
Es ist nicht so, als würde ich mich nicht auskennen. Das klassische Zwang mit dem Schraubendreher dabei. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Die zweite Mission probieren, oder? Sehr gerne. Und wenn wir es quasi einmal durch haben. Das heißt, ich werde es dabei spüren. Nix, jetzt sind wir eigentlich einmal auf dem gleichen Stand machen. Das wird zumal für dich spannend. Oh, jetzt ist also, das schon. Also das mit den habe ich gar nie bedeutet. Ich habe das alles ganz anders gemacht. Ja, das ist halt lässig. Ich habe den Decker zu den Welcome to Paris 47. The show is just about to stop. Okay. Das wird jetzt aber nicht. Zum Pauli angelockt und dort hat er mit dem Novikov geredet. Mhm. Und dann ist der Decker gegangen und der Novikov lernt sich so also aufs Kanter, schaut in die Zellen. Ja, und dann ist er drin gelegen. Geil. Hat er ganz genau gesehen. Von unten. Von unten, ne? Sehr geil. Und die andere war auch verschossen. Ja. Weil ich habe keine Möglichkeit mehr gefunden, der irgendwie das zu dem. Anders, ja. Da gibt es noch immer wieder so ein schwer zu fassendes Ziel und was gibt es da noch? Also die Zielorte im Genauen. Paris haben wir jetzt Sapienza. 167 Herausforderungen. Bis deppert, oder? Ja. Da hätten es weniger Herausforderungen, mehr wollten machen sollen, ehrlich gesagt. Ja.
Naja, so braucht man es für die Grafik nicht so viel programmieren. Du hast genau 6 Volt und da kannst du das noch. Das ist immer das gleiche Ding, ne? Jo. Da kannst du selber auch noch Aufträge anscheinend machen. Geil. Für nix. Na cool, ja. Du hast auch wieder die 1 bis 5 Herausforderungen. Ja. Nur für die eine. Gut, für die eine also gleich mal einen Haufen, ne? Ja. Ah, das ist aber noch lässig. Wenn du nicht nur da jetzt wieder 5 verschiedene hast, sondern mehrere solche Dinge. Genau. Das ist nett. Und es gibt. Das ist klar. Ja. 6 aus Sache, ja. Genau, das sind 6 Typen. Mhm. Jeder Warp ist halt einer und noch zusätzlicher. Cool. Und was gibt's da noch? Ja. Feiertagsinhalt gibt's auch noch. Bla bla bla. Bla, bla. Die zwei müssten wir töten. Smokey und Slick. Mhm. Also, Schade, ja? Da gibt es für jedes Gebiet also noch extra das ist die Herausforderung. Aber geil, jetzt haben wir schon viel zu mehr. Das finde ich schon mal cool. Sachen zu entdecken, Meisterleistungen, Ziele, Meister Vampir, gibt es anscheinend da. Und Wichtel, das sind die. Also die Geschenke. Slick und die sind jetzt so, okay, genau. Als Weihnachtsmann 47 verkleidet. Durch einen Unfall. Durch einen Unfall. Durch einen Rentier über vorne oder so. Ah, okay. Das war Bahngas-Explosion. Geil. Also, jo, ihre. Ja, richtig viel, ne? Also, danke nochmal fürs Zuschauen. Ich glaube, die Woche wird nichts mehr sein. Jetzt sind wir ausgemacht. Nächste Woche sicher wieder. Also ich werde auf jeden Fall Ghost Recon spielen und dann werden wir vielleicht, ich weiß nicht, wie es zur Zeit hast. Ja, du musst doch glaube ich schon länger normalerweise. So, eine Runde FIFA. Mhm. Aber müssen wir schauen. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Jörg.